Guten Morgen, sag ich mal, aus dem Zelt zum OSM-Wandertag, der Community-Wanderung von Outdoor mit Sebastian. Ja, ich bin im Zelt, ich bin in Cochem an der Mosel, bin gestern angereist. Hab gestern Abend auch schon ein paar von den anderen kennengelernt, die auch hier auf dem Campingplatz sind. Und wir waren gestern Abend auch noch essen und so weiter. Das könnt ihr bei Sebastian auf dem Kanal auf jeden Fall auch anschauen. Da gibt es ein Video dann dazu. Ja, ich ziehe mich gerade an, mache mich fertig. Das ist kurz nach 6. Ja, dann zeige ich euch, glaube ich, gleich mal den Campingplatz, denn ich gehe jetzt gleich rüber zum Wandermann, dem Stefan. Der wird unter dem Video hier auch verlinkt, sein YouTube-Kanal, sowie alle anderen. Ich hoffe mal, ich bekomme alle da irgendwie drunter verlinkt und vergesse niemand. Aber könnt ihr gerne überall reinschauen. Aber das seht ihr dann gleich auch noch im weiteren Video. Ich mache mich jetzt erstmal eben fertig, packe meine Tasche und so und Trinkblase auffüllen und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich beim Wandermann, wenn es losgeht zur Abholung, denn wir werden abgeholt von einem Mitwanderer. Der fährt uns dann zum Parkplatz hoch, wo der Start sein wird für die Wanderung. So, jetzt geht's hier los. Für die ganzen YouTuber hier. So, der Watson. Bei mir ist da zu sehen, der packt gerade seine Kamera rein. Das ist der Wandermann. Ja, und der Boris. Der holt uns jetzt hier gerade am Campingplatz ab. Und ja, jetzt ist es 7.30 Uhr. Wir wollten ein bisschen früher da sein, damit wir da oben noch einen Parkplatz bekommen. Und ja, 8.30 Uhr ist einchecken so gesehen und um 9 Uhr geht's dann los. Aber da treffen wir uns gleich alle oben und das seht ihr jetzt. Also, ja, so, wir sind angekommen hier am Parkplatz, beziehungsweise sind schon ein bisschen länger hier. Ja. Wie man sieht, es füllt sich. Mein Bändchen habe ich auch schon gekriegt. Und ja, jetzt haben wir das gerade 8.40 Uhr. Um 9 Uhr ist der Start. Leider ist das noch sehr neblig. Also wir sind hier voll in den Wolken drin. Aber wir sind eben schon, gut, auf der Kamera sieht man es wahrscheinlich nicht. Da oben kommt schon ein bisschen blauer Himmel durch. Die Sonne schafft das hoffentlich bis 9 Uhr, dass wir nicht ganz so viel Nebel haben. Aber es geht jetzt sowieso gleich erstmal nach unten. Und ja, da war kein Nebel. Bis es dann wieder auf der anderen Seite hochgeht. Also ja, man sieht einfach nichts, aber da unten ist die Mosel. Da müssen wir gleich erstmal rüber und auf der anderen Seite hoch. Bis dahin ist hoffentlich der Nebel ein bisschen weg. So, jetzt wollte ich mal eben noch darüber gehen. Der Parkplatz ist gut voll. Noch sind nicht alle da. Weiter unten die Straße ist noch ein zweiter Parkplatz. Da stehen vielleicht auch schon ein paar, glaube ich. Naja, auf jeden Fall warten wir jetzt noch ein bisschen, dann geht's gleich los. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Ist für mich auch wieder so ein bisschen Lampenfieber. Vorbereitungszeit hat auch ein bisschen länger gedauert. Da möchte ich der Anita auch zunächst mal einen großen Dank aussprechen. Sie hat ja diese gesamte Ticket. Ich habe sie alles mit ihren IT-Kenntnissen und auf meinen Wunsch hin auch mit Piepen. Das ist Piepen. War wichtig. Genau. Ja, wettertechnisch leider heute etwas trübe, anders als vorausgesagt. Aber solange es trocken bleibt, denke ich, sind wir alle zufrieden. Ne? Falls Sonnenschein kommt, sind wir mit Schweißtüchern gut ausgerüstet. Und ja, so freue ich mich auf jeden Fall, viele zahlreiche Gesichter wiederzusehen, viele neue Gesichter. Also ich denke, das wird ein geiler Tag werden. Wir haben 2 Verpflegungsposten, wir haben eine Fährüberfahrt und wir haben sehr viele Höhenmeter. Wir müssen gefordert werden heute.
Also, dann würde ich sagen, um 9 Uhr gehen wir los. Und dann würde ich sagen, ist dieses Ding hier offiziell eröffnet. Und so lange warten wir noch. Wir haben noch ein paar Nachzügler, glaube ich, ne? Vier Nachzügler. Also Punkt 9, geht es los. Cool. Vielen Dank. Ja. Ja, so, es geht los, 9 Uhr. Der Nebel hat sich leider noch nicht so ganz verzogen, aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal runter an die Mosel. Und ja, die Sonne scheint irgendwo, man sieht sie auf jeden Fall da hinten so ein bisschen durch die Wolken durch. Und wir hoffen mal, dass sie jetzt genug Kraft hat, dass sie den Nebel noch auflöst gleich. Das ist flüssig, ne? Da sind sie sich noch nicht so ganz einig, ob sie links oder rechts gehen sollen. So, wir sind jetzt im Kochen unten angekommen, in der Fußgängerzone. Und da vorne müsste gleich auch schon die Brücke kommen über die Mosel. So, hier ist jetzt die Brücke unten an der Mosel. Und hier sieht man jetzt auch, die Sonne scheint schön. Da oben ist noch ein bisschen Nebel und wir kommen jetzt von da oben. Da ein Stück weiter hoch noch. Eigentlich habe keine Dienste.
So, hier kann man das, glaube ich, noch mal schön sehen, wie der Nebel da hinten noch steht. Überall. Beziehungsweise auch in der anderen Richtung. Da ist die Mosel. Oben die Burg. Und da ist, da hinten im Nebel, da oben sind wir gestartet irgendwo. Schubmusse? 51. Ich hoffe, mehr Schluft in halb. Ja. Das ist auch der größte jetzt für die Fürsten. Ich bin alle Filme auf dem Fahrrad. Ja, genau. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und jetzt wird es steil. Da vorne gehen wir schon die erste Treppe hoch. Denn wir müssen jetzt relativ geradeaus ganz oben hoch. Da. Da sieht man den Weg ganz bis nach oben hoch da. Ja, der erste Anstieg gerade eben schon geschafft. Jetzt geht es schon direkt in den nächsten Anstieg. Lass mich gerade ein bisschen zurückfallen. Da hinten ist, da ist Sebastian und die Anita, die läuft ganz zum Schluss hinterher. So haben wir hier ein bisschen Platz. Das heißt, wir sind gerade ganz hinten. Ja, und jetzt geht das hier durch diese Weinreben, heißt es, ne? Hier hängen auch überall ordentlich Weintrauben dran. Ja, das war super gemacht. Das war's. Klasse, das ist richtig gut. Die Burg ist nicht so schlimm wie der. So, der zweite Anstieg ist geschafft. Da kommt der dritte. Jetzt direkt weiter. Das sind so die. Also, wir sind jetzt ganz hinten von allen. Der Rest ist schon hochgelaufen. Und jo, stehen jetzt kurz ein bisschen. Ich denke, ich laufe direkt weiter. So, das war der bis jetzt längste Aufstieg, aber genau, habt gerade gehört, 183 Höhenmeter haben wir jetzt geschafft, innerhalb von, ich zeig's mal eben kurz, innerhalb von der Brücke da unten bis hier oben hoch, also Luftlinie so gut wie gar nichts. Naja, so, jetzt sammeln wir uns hier gerade so ein bisschen. Ich war, wie gesagt, eben so gut wie ganz hinten mit dabei.
Gleich habe ich mal vor, jetzt kommt wieder ein Hubschrauber oder was ist hier los? Der Notarzt. Wird er wahrscheinlich irgendwo landen oder so, sieht so aus. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung, wir sammeln uns hier gerade so ein bisschen. Ich hoffe, das geht mit dem Ton, nicht mit dem Hubschrauber, dass es so laut ist. Ja, und gleich würde ich mal versuchen, ein bisschen vorne mitzulaufen und dann einfach versuchen, das ganze Feld aufzunehmen, wenn es vorbeiläuft. Ja. Wie gesagt, wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. So, ich bin schon wieder ganz hinten irgendwo im Feld. Das hat nicht so ganz geklappt mit vorne. Jetzt sind wir schon fast vor der Fähre. Sind auch wieder unten, so wie ihr jetzt seht, direkt auf Wasserhöhe gleich. Und da vorne, ja genau, da sieht man die Fähre. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut sichtbar ist oder nicht. Das kann ich gerade selber nicht so wirklich erkennen. Auf jeden Fall, da müssten die meisten auch schon warten. Vielleicht sind auch schon, drüben stehen auch schon welche. Vielleicht sind schon welche in Ahnen. Nee, da vorne sehe ich sie auf dem Weg. Ja. Jetzt haben wir das 10.56 Uhr. Also sind 2 Stunden erst unterwegs. Und haben jetzt hinter uns, wie viele Kilometer? Ich schau mal eben. Da ist es. Wir sind jetzt bei, ne, zurückgelegt 7,4 Kilometer. Ja. Viel mehr Ansteigungen waren da jetzt nicht. Anstiege, so heißt das, waren da jetzt nicht. Es ging eigentlich nur noch geradeaus und bergab jetzt. Aber wir haben jetzt auch, ja, knapp 200 Höhenmeter vielleicht, 180 oder so waren es ja. Das heißt, da kommt noch gut was an Höhenmetern. Ja, so, jetzt sind wir jetzt auf der Fähre und sammeln uns hier. Ja, weiter geht's. So, die Fähre ist da. Da geht jetzt die erste Gruppe drauf. Das sind die, die etwas langsamer sind. Die fahren als erstes rüber, denn auf der anderen Seite ist gleich der erste Verpflegungspunkt. Da laufen die gleich schon mal rüber und der Rest hier von uns, ich komm gleich. Das ist so aufgeteilt, jetzt wir sind dann halt die etwas schnelleren, wir holen die dann gleich wieder ein. So, jetzt geht's auf die Fähre. Ja, die anderen haben wir eben schon laufen gesehen. Es geht da rechts rüber zum Ortseingang. Da ist dann der erste Verpflegungspunkt. Da können wir Wasser auffüllen und so. Ja, ich weiß. Okay, hast du was. Ganz interessant, die Fähre, die wird nicht gelenkt, sondern die hängt hier an einem Stahlseil. Da ist oben so ein Schlitten dran, links und rechts ein Stahlseil und kann die eigentlich nur geradeaus fahren. Thank you.
Ja, drüben angekommen. Jetzt geht's gleich in die Richtung. Die ersten laufen los. Wie gesagt, zum ersten Verpflegungspunkt. Ja, so, da vorne ist der Parkplatz. Wie gesagt, Verpflegungspunkt Nummer 1. Vor mir läuft Flo. Und Flo muss raus. Da könnt ihr da direkt abscannen. Ja, da warten sie. Wenn wir noch 5 Meter sind, da sind. Wenn man braucht nicht so lange Stativ, wäre es sehr gut. Ja. Ja. Kann man? Ich weiß nicht. Ach so. Ja, ganz zum Schluss Sebastian, dann sind wir komplett. Ja, stehen wir hier. Ja. Mhm. Stehen wir hier und singen, ja. Kommen Sie von nah und fern. Ja, Stefan, warte mal, was sagst du bis jetzt zur Tour? Spitzenmäßig. Tolle Strecke, knackige Anstiege, Topwetter. Mhm. Nette Leute, was wollen wir mehr? Genau, so muss das sein, ne? Mhm. So ist gut. Auf jeden Fall, das Wetter jetzt auch oben, da der ganze Wolken da, der Nebel ist weg. Perfekt, Sonne. Darf gern so bleiben. Wir schauen mal wegen nach. Heute Nachmittag war ja noch ein bisschen Regen wohl angesagt, ne? Aber viel wird da nicht runterkommen, denke ich. Wenn Engel wandern gehen, das bleibt so. Mhm. Oh. So, es geht weiter. Da laufen jetzt gerade alle hoch. Da ist aber noch, die Schranken sind noch zu. Deswegen filme ich das mal kurz und versuche mich gleich durchzudrängeln nach vorne, dass ich vorne ein bisschen mitlaufen kann. So, und geschafft. Jetzt bin ich ganz vorne. Vor mir sind noch 3. Die Anita und noch 2 weitere. Da. Mehr ist da nicht mehr. Jetzt versuche ich erstmal ein Stück hier vorne zu bleiben. Und wenn wir dann hier so ein bisschen aus dem Ort raus sind, dann lasse ich mich, glaube ich, nochmal wieder nach hinten fallen etwas. Oh, ich wollte das nicht. Jetzt spricht hier ein Navi auf einmal. Ja, was wollte ich sagen? Das habe ich vergessen. Egal. Nehme ich gleich auf. Weiter geht's. Ja, hier sind wir auf so einer Klippe. Ich weiß nicht, wie er steht. Alles hier gut. Ja. Es ist nur ein Schritt und du bist tot. Ich dachte, ich bin schnell. Ja. Quatsch. Geht noch. Tut nur weh. Muss ich nicht haben darunter. Nee. So. Boris. Boris ist nicht da. Ja, da bleiben natürlich jetzt erstmal alle stehen und machen ein Foto. Jetzt bin ich irgendwo mittendrin. Da rechts sehe ich noch welche kommen. Ja, ich bin jetzt irgendwo genau in der Mitte. Hat das wieder nicht geklappt, dass wir das Feld aufnehmen und vorbeilaufen. Aber wir haben ja noch ein paar Kilometer. Ah, da geht's wieder bergauf.
So, Kilometer 14 sind wir und 490 Höhenmeter mit Komoot. Müsste also jetzt alles so genau auf der Hälfte der Strecke sein. So ziemlich, vielleicht ein bisschen drüber. Ich glaube 25 sind es ja. 25 und ein bisschen. Das heißt, gute Hälfte haben wir geschafft. Jetzt geht es auch die ganze Zeit schon wieder bergab. Ich bin irgendwo genau in der Mitte vom Feld. Es hat sich jetzt ziemlich aufgeteilt durch diese Aussichtsplattform Dingsbums da eben. Da sind nämlich viele stehen geblieben und viele sind einfach weitergelaufen. Deswegen ist das ganze Feld komplett sehr lang gezogen. Ja. Ja, wie gesagt, es geht hier bergab und wir sind bei 490, vielleicht 500 Höhen, nee, 490 Höhenmeter, 480, glaube ich, was habe ich gesehen, ich weiß es nicht, irgendwie so. Auf jeden Fall heißt das, da kommen noch ordentlich Höhenmeter. Und dann kommt da noch eine Stelle, das nennt Sebastian oder die anderen auch die Rampe. Das soll wohl ein Stück sein, was extrem steil ist. Also das steilste Stück auf der ganzen Route hier. So. Hier fließt die ganze Zeit ein schöner Bach, das ist schön. Und links von mir, sieht man jetzt nicht, da oben ist der Zaun noch. Da ist hier ein Wildpark mit kleinem Freizeitpark dran. Da sind wir eben dran vorbeigelaufen. Da gab es ein paar Hirsche zu sehen, die waren aber mega weit weg. Das hat sich nicht gelohnt, die zu filmen. So, und hier muss ich jetzt mal gucken. Ah, hier müssen wir rechts da hoch den Berg wieder. So, ja, komm, direkt die nächsten Höhenmeter. Ja, wir sind leider so ein kleines Feld hier aus vier Personen. Da sind sie. Und die nächsten sind irgendwo da oben. Die habe ich gerade noch so ein bisschen da durchgesehen. Die sind aber auch nur zu zweit unterwegs. Also wie gesagt, das ist sehr auseinandergezogen gerade das Feld. Und wieder beim Abstieg. Wir waren jetzt ganz oben auf diesem Berg hier. Und jetzt müssen wir komplett runter. Das ist hier links so ein Tal. Da hinten, weiß nicht, zwischendurch, da hinten sieht man den Turm von der Winneburg. Das klingelt mein Wecker, den muss ich mal eben ausmachen. So, passt super. Da ist die Winneburg, da ist dann der zweite Verpflegungspunkt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal komplett runter und dann das gleiche nochmal wieder nach oben hoch. Wir sind jetzt zu sechst unterwegs gerade hier. Vor uns müssen noch so, weiß ich nicht, 10 oder so vielleicht sein. Das heißt, hinter uns sind noch ungefähr 50 Leute. Da haben wir einen ganz schönen Vorsprung jetzt gerade. Ich bin schon am Überlegen, ob ich jetzt hier gleich mal irgendwo ein Stück warte, dass ich da hinten noch eine Gruppe suche. Aber da schaue ich erstmal. Erstmal will ich jetzt ganz nach unten. Und dann schauen wir weiter. Weil zur Winneburg, da treffen wir uns eh alle. Da ist dann der Verpflegungspunkt und da haben wir auch eine kleine Pause. Da wollen wir dann noch Fotos machen und Videos und so. Jetzt kann man das nochmal gut sehen. Da unten die Straße müssen wir kreuzen und dann müssen wir da ganz oben drauf. Man sieht es nicht, da ist dann so eine Fahne. Da ist die Burg, da müssen wir oben hoch. Ja. Und dort ist dann halt auch der zweite Verpflegungspunkt, VP2. Ja, ich habe wohl nicht richtig aufgepasst. Auf jeden Fall ist doch hier unten jetzt der Versorgungspunkt. Da vorne der Mercedes. Das ist der Vater von Sebastian, der macht das hier. Und 5 Leute saßen da, glaube ich, von uns schon. Das heißt, da sind doch gar nicht so viele vor uns. Ich dachte, das wären so 10, 15, aber geht. Da kommen auch schon die nächsten 2. Und da vorne sehe ich auch schon noch mehr runterkommen den Berg. Ja, perfekt. Moin. So, die ersten machen sich schon wieder auf den Weg. Einige sind gerade eben erst angekommen. Und ja, ich werde jetzt auch direkt mit den anderen mit. Ich glaube, 6 oder so sind schon los. Ja. Achso, ja.
Die klären da auch gerade, wer noch alles los will. Ja, also hier ist auf jeden Fall echt gut organisiert. Ich kann ja noch mal kurz reinfilmen. Die ganzen Bänke hat Sebastians Vater, der sitzt hier vorne mit seinem Auto und dem Anhänger hergebracht. Es sind genug Getränke da. Getränke, Salzstangen und ich glaube Bananen gab es und Müsli-Riegel und so. Also sehr gut organisiert hier. Echt gut gemacht. Ja. So, da zieht das nächste Feld los. Da schließe ich mich jetzt an. Ja, jetzt sind wir bei der Winneburg hier oben. Hier wollen wir uns nochmal alle sammeln und Gruppenfoto machen und so. Ich bin mit ganz vorne irgendwie, irgendwo. Ein paar sind noch vor uns gewesen, die müssen schon da sein. Ja. So, dann warten wir hier mal auf den Rest. Jetzt sind wir dich oben angekommen. Wir sind bei Kilometer 19. Komm mal irgendwas. Dann mir die Burg. Ja. Langsam sammeln sie sich dort alle. Hinter mir dann die Aussicht nach Kochen runter. Und da müssen wir irgendwie noch runter gleich. Viel Erfolg auf jeden Fall. So, dann wird's auch voll. So, gehen wir nochmal nach oben. Da kommt schon einer angeflogen. Du kannst nicht ganz hochklettern. Ja. Oh, Wahnsinn, Mini. Schornstein. So, hier sind Schornstein.
Nein, Tommy nicht. Okay. Wird gerne, aber da wo du stehst, da ist er noch weniger. Aber es ist schon geil, wenn ich das sehe. Ja, sag mal. Was filmst du mit? Ich dachte, du kommst gleich hier rüber. Nicht erschrecken, bitte. So, wir sind jetzt die ganze Zeit wieder bergauf gelaufen. Das ging so einigermaßen. Die Rampe. Und jetzt kommt die von allen angedrohte Rampe. Die Wand. So, also hier, da kamen wir her, wie die anderen da auch noch. Es geht die ganze Zeit so leicht bergauf. Ja, und jetzt geht's da hoch. Das ist die Rampe. Kurz, aber sehr steil. Oh ja. Und matschig, schlammig. Gut. Ich pack mal eben schnell die Kamera weg. Dann komme ich da auch besser hoch, denke ich. So, von der Rampe aus, die schon wirklich ganz schön hart war. War ganz gut, dass ich die Kamera ausgemacht habe. Ich hatte ein paar Leute vor mir, deswegen waren wir ziemlich langsam. Also ich bin nicht ziemlich langsam hoch, da ging das. Da war ich zu der Zeit so ziemlich im hinteren Mittelfeld, sag ich mal. Und jetzt habe ich mich bis zur Spitze vorgearbeitet. Ich bin jetzt unter den ersten Vieren. Die anderen drei sind vor mir. Und ja, jetzt versuche ich hier den Rest an der Spitze mitzulaufen. Bis ins Ziel so gesehen. Also, dass wir wieder auf dem Parkplatz sind. Und dort gibt's dann gleich eine kleine Timelapse von allen Leuten, wie sie dann so eintrudeln. Vielleicht melde ich mich kurz vorher nochmal, ich melde mich gleich auf jeden Fall auf dem Parkplatz nochmal vor der Timelapse. Aber ja, jetzt muss ich nochmal da vorne die anderen drei einholen. Vier sind sogar. Da sind sie. Das ist die Spitze vorne. Ja. Genau. Dann weiter geht's. Die letzten 300 Meter. Da unten ist der Parkplatz. Die drei sind vor mir. Aber ich glaube, zwei oder drei sind schon da. Wir waren doch noch ein bisschen schneller. Also ich habe es nicht ganz nach vorne geschafft. Ja, vier sehe ich da, vier stehen da. So. Aber wie gesagt, jetzt haben wir es fast geschafft. Für 25,6 Kilometer. Und wir haben gerade mal versucht, so ein bisschen Höhenmeter zu vergleichen. Ich habe 950 Höhenmeter gemessen. Und dann haben wir alle möglichen Werte dazwischen und einer hat sogar irgendwie 1040, glaube ich, gemessen. So, da sind die Geräte halt alle ein bisschen unterschiedlich. So, was soll's, auf die paar Meter kommt mir das nicht an. So, hier. Jetzt geht's hier nochmal ordentlich runter. Ja. So, wir haben es geschafft. Also ich fand es eine sehr schöne Tour, ich fand es einen richtig entspannten Tag, es hat richtig Spaß gemacht, es waren nette Leute dabei, nette Gespräche. Der eine oder andere hat sich auch richtig runtergeputzt. So muss das sein. Ne? Ja. Ich bin auch gut geplättet, kann heute Abend schön entspannt den Abend ausklingen lassen. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich bei euch für euer Teilnahme, für die Teilnahme. Hat richtig Spaß gemacht. Nächstes Jahr wird es mit Sicherheit wiedergeben. Sehr gerne. Würde ich mich dann auch freuen, den einen oder anderen wiederzusehen. Vielleicht sieht man sich auch auf irgendeiner Marschveranstaltung. Ich bin jetzt beispielsweise in Mammutmarsch NRW und Megamarsch Köln dabei. Das sind die nächsten Dinger. Da sieht man sich vielleicht den einen oder anderen. Ja, damit ist das Ding hier dann erledigt. Ich würde sagen, wir machen noch ein Gruppenfoto. Das heißt, wir rutschen noch einmal richtig eng zusammen. Und danach können wir gerne, wer möchte, habe ich schon den einen oder anderen Selfie-Wunsch noch gehört.
wird dann auch noch hier bleiben erstmal, kommen wir nicht vom Platz. Nee. Genau. Ja, genau, dann nochmal ganz eng zusammenrücken. Ja. Anita gibt Kommandos. Ja. Einmal klatschen für Sebastian. Ja, auf jeden Fall. War super organisiert, fand ich, auch mit deinem Vater am zweiten Verpflegungspunkt und so. Mega schöne Strecke. Ich weiß nicht, warum wir hier auch gerne wandern. Wir sind im Gebiet so. Das war mega schön. Ja, wenn es eine dritte gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Freut mich. Wird es geben, ne? Definitiv. Ja. Sehr gut. Genau. Ja. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Sichere Heimreise vor allen Dingen. Ja, danke. Hast du auch ein paar Kilometer vor dir, ne? Bisschen noch, ja. Genau. Warst du noch hier die Nacht, oder? Ich bleib die Nacht noch hier, ich fahr dann morgen. Ideal. Genau. Alles richtig gemacht. Jo, genau. Super. Bis dann, ne? Jo, bis dann. Ja, so. Wir planen jetzt noch gerade die Abendplanung, so gesehen. Ob wir noch wieder essen gehen, wie gestern. Also wir gehen auf jeden Fall entweder auf den Campingplatz mit ein paar Leuten bei uns oder wir fahren dann halt noch wieder nach Cotton, wie auch immer das heißt, wo wir gestern waren. Ja, das ist die Planung. Werde ich auf jeden Fall noch mal filmen, was nachher noch so passiert. Und geht also noch ein bisschen weiter. Hier ist jetzt soweit erstmal Ende. Alle reichen ab. Und viele übernachten halt hier irgendwo noch in der Gegend, einige fahren nach Hause und die hier in der Gegend übernachten, aber wir dann halt da ein bisschen essen gehen. Das sehen wir dann gleich. Guten Morgen. So, der nächste Tag ist angefangen. Ich habe meine Sachen und mein Zelt und so weiter alles schon zusammengebracht. Ich sitze jetzt an der Mosel noch ein bisschen, weil ich ein paar Minuten noch habe, bis der zukommt. Ja, gestern Abend ging doch nicht mehr so viel, was sich jetzt gelohnt hat, wo ich noch mal ein bisschen film. Wir sind dann, nachdem wir uns dort alle verabschiedet haben, zum Campingplatz gefahren und dann saßen wir beim Stefan, dem Wandermann, noch ein bisschen bei ihm am VW-Bus, haben dann noch ein Bier getrunken und dann bin ich irgendwann noch ins Bett gegangen. Ja, auf jeden Fall muss ich noch mal sagen, es war super gut organisiert, es war wirklich eine tolle Wanderung. Ich wollte viel mehr von den ganzen anderen YouTubern eigentlich noch mal mit ins Video reinnehmen. Aber man ist immer so hin und her gelaufen, dann hat der eine schon gefilmt und dann hat der andere gefilmt und so weiter. Dann ist er wieder weg gewesen und das hat alles irgendwie nicht so geklappt. Geht aber nicht nur mir so, auch den anderen teilweise. Da haben wir uns dann nochmal drüber gesprochen. Aber nächstes Jahr wird es ja noch eine Wanderung geben und da werde ich auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Ich nehme jetzt gleich den Zug. Ich habe noch eine halbe Stunde ungefähr. Ich gehe da jetzt aber gleich schon mal hoch. Da sollten wir noch was zu trinken, denn ich habe nichts mehr. Ist alles leer. Und ja, an der Stelle vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ciao.